Danke, dass du gekommen bist. Wir sind sehr gespannt. Danke für die Einladung hier, Peter. Kunst im Netz, kreative Neudeutung. Das Internet bringt eine neue, große Remix-Kultur mit sich. Warum? Remix als Technik ist keine Neuheit, aber die jetzige Technologie ermöglicht sie in besonderem Maße und in eigener Qualität. Im Unterschied etwa zum DJ, der zwei Plattenspieler hatte, haben wir jetzt ein Internet mit Millionen Musiken. Jeder hat einen Computer mit der Software, mit der er über sie verfügen kann und sie bearbeiten kann. Musik ist Software geworden, also soft, also weich, sie ist formbar und die Privatanwender scheren sich nicht um Kommerz und nicht um Urheberrecht. Es ist also eine neue Freiheit vorhanden, Dinge zu machen, die davor nicht oder nur in viel begrenzterem Ausmaß möglich waren. Philosophischer Hintergrund ist, dass die singuläre Autorschaft und Urheberschaft immer fragwürdiger wird und die Frage nach dem Neuen sich einem immer mehr anwachsenden Archiv der Geschichte gegenüber sieht. Freilich ist nicht alles schon gemacht worden, aber vieles. Und vielleicht ist es heute viel kreativer, mit dem Bestehenden zu arbeiten, als etwas vermeintlich Neues zu konstruieren, was sich nachher als wiedererfundenes Rad entpuppt. Die Technologie ist also demokratisiert und entsprechend sind die Erzeugnisse oftmals popkulturell, aber im Sinne der Postmoderne sehe ich darin durchaus verschiedentlich auch an Kunst, Charakter, wie auch immer, zumindest vielleicht auf konzeptueller Ebene. Ein einfaches, damals bekannt gewordenes Beispiel ist Kuti Man, ein israelischer Musiker, der die simple Idee hatte, aus allen möglichen YouTube-Schnipseln von musizierenden Amateuren ein neues Musikstück zusammenzusetzen. Go! Okay! Gegensätzliches zusammengebracht wird. Hier ein Disco-Hit der Jackson 5 und das pathetische Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Denn auf CD oder DVD ließe sich das sicher nicht in legalen Umlauf bringen. Im Internet bewegen wir uns aber freilich vor allem im multimedialen Raum, in dem Ton und Bild zusammen auftreten. Und eine Remix-Idee ist dann natürlich, gegensätzliche Bild- und Tonspuren zusammenzubringen, wie zum Beispiel die Serie Inappropriate Soundtracks es praktiziert. Hier zum Beispiel ein Remix aus dem Film Matrix und einer Schnulze aus den 70er Jahren von The Carpenters. Im nächsten Beispiel wird ein gegebenes Video der Politikerin Sarah Cullen neu untermalt.
So health care reform and reducing taxes and reining in spending has got to accompany tax reductions and tax relief for Americans. And trade, we've got to see trade as opportunity, not as a competitive, scary thing, but 1 in 5 jobs being created in the trade sector today. We've got to look at that as more opportunity. All those things under the umbrella of job creation, this bailout is a part of that. Also, das Verfahren ist bekannt. Ne? Der neue Musik, Clemens Fado hat das schon in den 80er Jahren gemacht. Peter Ablinger ist in unserer Szene sehr bekannt dafür. Aber ich will tatsächlich meinen, dass dieses Beispiel hier dem qualitativ eigentlich nicht nachsteht. Vor allem, das ist technisch hervorragend und das ist auch ganz konkretes politisches Material dabei herangezogen worden. Ähnlich wurde im nächsten Beispiel die Software Autotune eingesetzt. Eine Software, die jeden Sound-Input in temperierte Tonhöhen presst. Das hat jemand hier mit einem hochemotionalen Moment in einer US-Talkshow angestellt. Und das Ergebnis ist, nun ja, ich finde, es hat eine musikalische Expressivität, die ich so noch nicht wahrgenommen habe. Because I know, somewhere deep down in my heart, I still love you. Sie merken es an dem Beispiel, finden vor allem im Bereich der Parodie, der Satire statt. Die neue Deutung richtet sich ja gegen die alte Deutung. Ich habe mich auch in diesem Dunstkreis betätigt. Vorhin wurde es schon kurz auch angespielt. Ich habe Darstellungen von Aktienkursen genommen zum Höhepunkt der Finanzkrise und die in Melodien umgewandelt und die dann in die Pop-Kompositionssoftware Songsmith eingespeist zur Sonifizierung der Finanzkrise 2009. Also die Vertonung einer gegebenen nicht auditiven Vorlage ist natürlich ein typisches Erscheinungsbild der heutigen Musik im Multimedia-Umfeld des Computers. Kommen wir nun hierzu. Ja, das war nicht ernst. Wir kommen eigentlich zur neuen Musik, wenn sich so eine Abgrenzung überhaupt noch ziehen lässt. Also zur Kunstmusik, die doch irgendwie experimenteller, atonaler, tiefgründiger ist. Ein bemerkenswertes Phänomen zeichnet sich da im Internet ab. Die Popularisierung von Klassikern der Moderne in Form von Remix, Neuinterpretation, digitalen Reenactments und performativen Erweiterungen. Corey Archangel hat aus YouTube-Videos von über Klaviertasten tapsende Katzen gesammelt und versucht, aus diesen Samples die Klavierstücke Opus 11 von Schönberg nachzustellen. Musik und eine provokante Verniedlichung einer einst expressionistischen Musik und so weiter. Oder diese Visualisierung von Steve Reichs Clapping Music.
das eine vollgültige Interpretation des Stückes von Reich. Und Reich hat das instrumentatorisch ja nicht genau festgelegt. Gleich drei verschiedene Neuinterpretationen von John Cage, 4 Minuten 33, kann ich als nächstes zeigen. Dick White hat lauter YouTube-Videos von 4 Minuten 33 Aufführungen gesammelt und kollagiert. Und das sein Video geht natürlich auch genau 4 Minuten 33 Sekunden lang. Wright hat wieder die Intonationskorrektursoftware Autotune verwendet, und zwar hat er sie auf eine Aufnahme von Stille angewendet. Eben auf 4 Minuten 33 lang Stille. Stille gibt es ja gar nicht, wenn man es aufnimmt, wenn ich ein Mikrofon in die Luft halte, gibt es ja immer noch Luftbewegungen. Also es gibt ein gewisses Grundrauschen. Und in dieses Rauschen hat er in Autotune eingespeist und hat 10 Uhr eingestellt. Zweiter Satz ist glaube ich zu mir. Na, es wird die Stille hörbar gemacht. Und ich habe selber via Splitscreen habe ich eine Interpretation des Stückes gemacht, 4 Minuten 33 geteilt durch 16. Das war's, 4 Minuten 33 durch 16, gibt 17 Sekunden. Oder Patrick Little hat ein Klassiker der Klangkunst neu interpretiert. Elvin Lucier's I'm Sitting in a Room, er erklärt es selbst. I'm sitting in a room different from the one you are in now. I'm recording the sound of my speaking voice, as well as the image of myself. And I'm going to upload it to YouTube. Rip it from YouTube and upload it again and again. Until the original characteristics of both my voice and my image are destroyed. What you will see and hear then are the artifacts inherent in the video codec of both YouTube and the MP4 format I convert it to on my computer. I regard this activity not so much as a demonstration of a digital fact, but more as a way to eliminate all human qualities my speech and image might have. Also, ich denke, das Prinzip ist eigentlich bekannt. Also er nimmt sich selber auf Audio und Video, lädt das bei YouTube hoch, da wird es komprimiert, damit es kleiner und handlicher wird. Und diese Kompression hat er dann wieder runtergeladen und das dann wieder hochgeladen, da wird es dann wieder von YouTube komprimiert und so weiter und so fort. Das ist rekursive Verfahren und das hat er eben 1000 Mal gemacht. Und nach dem 1000. Durchgang sieht es dann so aus und hört sich so an. Von Elvin Lucier verwendet, nämlich die Music for a Solo Performer, bei der die Hirnströme eines Performers gemessen werden und der Performer soll eben gerade durch nichts tun, soll er Klänge erzeugen. Also nur wenn die Hirnstrommessgeräte, wenn die irgendwie die Beta-Wellen, glaube ich, messen, wenn er wirklich möglichst entspannt ist, nur dann werden Klänge erzeugt, also gerade das Anti-Performen. Und dieses Setting habe ich in meinem Stück Music for a Solo Western Man übernommen.
Es werden auch nur Klänge erzeugt, wenn der Performer nichts tut, wobei jetzt noch ein bisschen Instrumente dazuspielen. Aber es wird ihm noch dadurch erschwert, dass er noch einen Kopfhörer auf hat, auf dem er Sachen zu hören bekommt, die ihn ablenken. Zum Beispiel die Tonspur von einem Pornofilm. Als nächstes hebeln wir auch die Kopfhörer von einem Hardcore-Pornofilm, die Tonspur, analgeile Bulgarinnen. Mal schauen, wie gut das jetzt klingt. Spannen Sie sich an. Xenakis. Zur Erinnerung, das ist ein Stück, das Xenakis mit seiner Software generiert hat. Und das hat Nicholas Collins fürs iPhone adaptiert. Mal hören. Unsere Klänge auch spielen. Exakt der Xenakische Algorithmus. Aus der eigenen Produktion kann ich noch zeigen. Mit der Software Band in the Box kann man, ähnlich wie SoundSmith, einen beliebigen musikalischen Input reingeben und die Software versucht dann Harmonien zu erkennen und man kann ein stilistisches Arrangement erstellen. Das habe ich unternommen mit einer Aufnahme von Brian Ferney aus zweitem Streichquartett und ich will meinen, dass dadurch sich ein ganz anderer Aspekt von Ferney Hall erst zeigt. Enthüllt sich, wenn man Schönbergs Pierrot le Nerf, also dem großen expressionistischen Stück, bei dem keine Singen, sondern eine Sprechstimme geschrieben wurde, wenn man die in ein Autonavigationsgerät sprechen lässt. Du mächtig totes kranker Mond dort auf des Himmels schwarz empfüllt dein Blick so fiebernd übergroß, band mich wie fremde Melodie. Am unstillbaren Liebesleid stirbst du an Sehnsucht tief erstickt, du nächtig todeskranker Mond, dort auf des Himmels schwarzem Pfühl, den Liebsten, der im Sinnenrausch gedankenlos. Zu guter Letzt noch das Verfahren des Boleros von Ravel, also die kontinuierliche Lautstärkezunahme, angewandt auf Beethovens Pathetik. Also ich habe eine Aufnahme der Pathetik von Beethoven in viele kleine Schnipsel geteilt und die dann einfach der Lautstärke nach geordnet, vom leisesten zum lautesten. Das gilt eigentlich jetzt 7 Minuten lang. Ich zeige es in Ausschnitten. Das ist das Anfangsstadium. Das zwischendurch spule ich dann mal ein bisschen vor. Das ist jetzt aber eine Soforte. Oder ich habe das Prinzip nochmal angewandt auf eine Szene aus dem Film Der Untergang. Es gibt da eine Szene, in der Hitler endlich einsieht, dass der Krieg verloren ist. Eine sehr beliebte, für parodistische Zwecke sehr beliebte Szene im Internet, die habe ich auch verwendet in dasselbe Verfahren. Darauf angewandt, geht eigentlich jetzt auch 4,5 Minuten, ich zeige es nur in Ausschnitten, das ist der Anfang. Das
So, jetzt spule ich mal ein bisschen vor, so ungefähr auf so. Auf. Nicht sofort. Geht eigentlich 4,5 Minuten. Also, Ravels Bolero als Prinzip angewendet auf den Film Der Untergang. Ist es jetzt der Untergang des Abendlandes, die völlige Ironisierung, Verballhornung, die Parodisierung, die Dekonstruktion? Muss da nicht dringend wieder eine tiefernste, konservative Konzertsaalmusik entgegengehalten werden? Ich lasse die Frage offen. Es bleibt nur festzustellen, dass hier offensichtlich auch die neue Musik in ihre Postmoderne gelangt ist. Die neue Musik wird als historisch betrachtet entsprechend respektlos oder liebevoll geremixt und popularisiert. Also so ein Video wie das von Steve Reich, das wurde im Internet 100.000 Mal gesehen oder so. Als Objekt, die neue Musik wird also als Objekt angesehen, als Objekt einer gehaltsästhetischen Wende, wie Harry Lehmann es nennt. Das gibt es also und das fragt sich, wie steht jetzt die Konzertsaalmusik dadurch? Wie steht die dadurch dazu? Ob die jetzt, wird die jetzt einfach altmodisch oder wird sie immer bleiben, wird die einfach eine andere Sparte sein? Ist sie vielleicht schon einem massiven Substanzverlust ausgesetzt, jetzt wo es Alternativen gibt, die allerdings auf eine ganz andere und provokante Weise Kunst sind oder Antikunst sind, die eben auch unsere Zeit ausdrücken und reflektieren. Was sich jedenfalls abzeichnet ist, glaube ich, dass neue Musik und Medienkunst immer näher zusammenrücken oder verschmelzen und dass eben neue Musik auch erklärtermaßen postmodernisiert und popularisiert wird. Und ich finde das wunderbar. Ich bin jedenfalls sicher, dass das Zeitalter des Samplings jetzt erst so richtig losgeht. Denn vor dem riesigen, allmählich totalen Archiv des Internets gibt es kein Entweichen mehr. Da wird sich auch, so hoffe ich zumindest, ein veraltetes Urheberrecht nicht dagegen stemmen können. Das Instrumentarium des 21. Jahrhunderts sind vielleicht weniger die Oboe und die Viola, als vielmehr die Klangarchive des weltweiten Netzes. Danke für die Aufmerksamkeit.